Hallo und herzlich willkommen bei Fidelity in Relling. Mein Name ist Hajo Acker und ich möchte gerne heute mit Ihnen einmal über die HV-Serie von T&A reden. Es sind insgesamt 7 Geräte und ich würde gerne gleich mal auf die einzelnen Geräte eingehen. Also, viel Spaß, bis gleich. Okay, beginnen wir mit dem ersten Gerät. Es ist der Vollverstärker PA3100HV. HV steht hier für High Voltage. Was bedeutet das? Der Verstärker arbeitet mit einer sehr hohen Spannung und dadurch wird er sehr linear und vor allem wird er schneller sozusagen als herkömmliche Verstärker. Zur Leistung vielleicht ganz schnell gesagt, der Verstärker hat an 4 Ohm 500 Watt pro Kanal und an 8 Ohm hat er 300 Watt. Das reicht natürlich für nahezu alle, auch großen Lautsprecher. Damit hat er also praktisch überhaupt kein Problem. Aber es gibt tatsächlich noch einen Trick, will ich nicht sagen, aber ein Gerät, was das Ganze sogar noch steigern kann. Da komme ich aber etwas später zu. Erstmal nochmal weiter. Optional ist bei dem Verstärker die Möglichkeit gegeben, zum Beispiel auch ein Phonomodul einbauen zu lassen. Das machen, bestellen wir wenn natürlich so mit, wenn der Kunde einen Plattenspieler hat, entweder für MM oder MC, das wird also nachträglich eingebaut. Eingänge hat er vielleicht auch kurz erwähnt, 7x Cinch sozusagen, also Hochpegel, und er hat 4x noch XLR, also symmetrische Eingänge. Zu erkennen, ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, aber sonst zeigen wir es gleich nochmal. Vorne sind 2 VU-Meter, die nochmal genau anzeigen, mit welcher Leistung sozusagen eigentlich der Verstärker gerade arbeitet. Okay, gleich kommen wir zu der Vorstufe. Die heißt P3000HV, erkläre ich gleich was zu. Okay, kommen wir zum P3000HV, der Vorverstärker der HV-Serie. Ebenfalls wie auch der Vollverstärker 7x Cinch Hochpegel, hat 4x XLR Eingänge, ist in sich betrachtet voll symmetrisch aufgebaut, ganz, ganz hochwertig gemacht. T&A hat ein selbstentwickeltes Signalprozessmodul, wie gesagt, gebaut sozusagen. Wofür? Um zum Beispiel bei Raumresonanzen diese Raumresonanzen etwas bedämpfen zu können. Das hat also wirklich was mit der Raumakustik zu tun sozusagen, auch eine absolute Besonderheit. Der P3000HV hat einen hochwertigen Kopfhörerverstärker in sich drin. Natürlich ist er nachrüstbar auch mit demselben Phonomodul wie auch der Vollverstärker. Und vielleicht nochmal ganz kurz zur Fernbedienung erwähnt, das ist in dem Fall die F3001, das ist eine ganz Metall-Fernbedienung, das heißt, sie ist also praktisch rausgefräst aus dem Block, muss man sich wirklich so vorstellen, ist unglaublich schwer, das ist sehr wertig gemacht und wie gesagt, was ganz Besonderes. Ich würde auch noch mal eine Sache gerne erwähnen und zwar, das zeigen wir nachher noch mal im Video oder auch gleich im Video, und zwar der Aufbau des Gerätes in sich, das ist aus Aluminium gefräst, das sind teilweise 10 bis 15 mm starke Paneele sozusagen, aus denen die Sachen gefräst werden. Und dort werden in diese einzelnen Segmente sozusagen, wird ein Bereich rausgefräst, wo wiederum ein Modul eingesetzt wird. Auch das ist völlig abgeschirmt von anderen Dingen, wahnsinnig hochwertig gemacht. Merkt man spätestens, wenn man versucht, sowas hochzuheben. Denn so ein gutes Stück wiegt also wirklich, ich sag mal 30, 40 Kilo ganz schnell, allein fast gar nicht zu bewegen. Okay, wir kommen jetzt gleich zum A3000HV. Alles klar. Okay, kommen wir weiter auf den A3000HV. Das ist ein Endverstärker. Leistungstechnisch wieder ähnlich wie der PA3100. Er hat 2x 500 Watt an 4 Ohm, 2x 300 Watt an 8 Ohm. Vielleicht kurz zu erwähnen, man kann das Mono brücken. Also da kann ich also sagen, wenn ich zum Beispiel sage, ich will links und rechts für meinen Lautsprecher dementsprechend eine Mono-Endstufe, könnte ich die nehmen. Ich müsste natürlich logischerweise 2 davon nehmen, aber ich hätte dann tatsächlich 1000 Watt bzw. an 8 Ohm 600 Watt. Warum nimmt man überhaupt Vor- und Endstufen? Das ist dadurch erklärbar, dass wir von... Es wird mit ganz feinen Signalen gearbeitet. Ein CD-Signal, egal wo das Signal herkommt, ist wirklich sehr, sehr fein und sehr, sehr angreifbar, sage ich jetzt mal vorsichtig. Das kann man sich natürlich vorstellen, wenn ich eine wirklich dicke Endstufe habe oder einen großen Ringkern, Trafo drin habe. Der hat physikalisch nun mal die unangenehme Eigenschaft, dass er um sich herum ein Feld aufbaut. Und dieses Feld kann dadurch natürlich Signale stören. Und die werden sehr leicht dadurch gestört. Deswegen werden die normalerweise auch abgekapselt. Da komme ich auch nochmal zu, aber das ist, wie gesagt, ein anderes Thema. Also, es geht darum, dass man diese Kraft sozusagen, um den Lautsprecher zu bespielen,
aus dem Verstärker, aus dem Vollverstärker rausnimmt. Das heißt, ich habe nur noch eine Endstufe, von der sprechen wir gerade, und würde dann praktisch in der Vorstufe alle Signale sozusagen bearbeiten, verarbeiten und das Signal dann weitergeben an die Endstufe, die das dementsprechend dann weitergibt an die Lautsprecher. Deswegen auch so ein bisschen die Geschichte, warum man Vorendstufen nehmen könnte. Es sind aber wirklich Feinheiten. Das muss man rausarbeiten, wie sinnhaft das wirklich ist. Wir sind immer der Meinung, das sieht man bei vielen Videos von uns, Sie müssen es hören letztendlich. Das ist uns ganz wichtig. Sie müssen es nachvollziehen können und nicht, weil wir das sagen, daran glauben oder das möchten wir gar nicht, sondern wir möchten ganz klar, jawohl, das höre ich, finde ich toll, lohnt sich für mich, gönne ich mir. So ist es gedacht. Also, das zu der Endstufe. Wir kommen jetzt gleich weiter, und zwar kommen wir dann auf das Netzteil sozusagen. Es gibt ein Zusatznetzteil, nennt sich PS3000HV. Da kommen wir gleich zu. Okay, kommen wir zum PS3000HV. Das ist ein Zusatznetzteil. Was macht das eigentlich? Es ist gedacht für den A3000 bzw. PA3100HV als zusätzliches Netzteil zu dienen. Besonderheit ist, das hat 1800 Watt, das ist extrem, extrem stark, muss man ganz ehrlich sagen, wofür es gedacht. Es ist letztendlich gedacht für wirklich sehr, sehr große, leistungshungrige Lautsprecher, die dementsprechend so viel Energie ziehen, dass selbst der PA3100 oder auch die Endstufe A3000, ich will nicht sagen in die Knie geht, aber doch an Leistungsgrenzen gebracht wird, wo man sagt, da fehlt noch mal ein bisschen was. Das bisschen was, das bringt genau das PS3000HV mit ins Spiel. Es wird verbunden mit einem Kabel sozusagen, nennt sich M23 Hochstromkontaktverbinder, so nennt sich das Kabel von T&A. Und es ist so, dass der Verstärker selbst, also dass der PA3100 oder der A3000 HV praktisch die Versorgung der Eingangsstufe übernimmt und des Hochspannungsverstärkers. Aber das Externe sozusagen, also das, wo das Signal wieder rausgeht, das übernimmt jetzt praktisch der PS3000HV, also das, was zum Lautsprecher führt, übernimmt das Ganze. Okay, wir kommen gleich weiter. Wir gehen weiter auf den MP3100HV. Bis gleich. Okay, kommen wir zum MP3100HV. Das ist ein Multi-Source-Gerät. Was bedeutet das? Source ist die Quelle, also er kann wirklich viele Quellen spielen sozusagen. Besonderheit ist unter anderem CD, aber eben auch SACD, was heute nur noch selten zu finden ist, ganz, ganz selten. Das war vor 5 Jahren, 10 Jahren, ich will nicht sagen, bei vielen CD-Playern der Fall, dass es abspielbar war, aber es war zumindest bei ziemlich vielen noch der Fall. Also der kann es auf jeden Fall. Was hat er noch? Er hat DAB Plus, ist natürlich auch in der heutigen Zeit wichtig, weil FM wurde ja schon abgestellt, praktisch, also UKW ist ja übers Kabelnetz bereits abgestellt worden. Man kann es noch empfangen, das wissen wir alle, die noch ein älteres Auto haben vielleicht oder sowas, dass das Radio natürlich noch funktioniert. Aber es wird irgendwann auch abgestellt, dieses Radio wird auch abgestellt und selbst im Auto findet ja DAB Plus Einzug. Also hat das Gerät natürlich auch. Internetradio, selbstverständlich, ganz klar. Und Musikdienste ist sehr speziell bei T&A. Warum? Die wollten Musikdienste haben, die hochaufgelöste Formate praktisch übertragen, wiedergeben können. Dazu gehört in jedem Fall Tidal, dazu gehört Kubus und dazu gehört Deezer. Diese Musikdienste sind sozusagen integriert bei T&A. Integriert heißt nicht, dass sie nicht ein Abo dafür brauchen. Also das möchte ich gerne betonen. Selbstverständlich müssen sie ein Abo abschließen, aber sie können es dann praktisch bei T&A integrieren. Bluetooth können Sie machen, Bluetooth Streaming geht natürlich und bedienbar ist das Ganze über eine T&A App oder auch über die, ich finde zumindest recht gelungene, muss ich sagen, Fernbedienung FD100 von T&A, darüber können Sie es bedienen. Okay, weiter geht's und zwar mit dem SDV3100HV, ist ein Referenz-Streaming DAC-Vorverstärker sozusagen und ich nehme jetzt mal ein zweites Gerät mit rein, das ist der SD3100HV, ist praktisch nur ein Referenz-Streaming-DAC. Was ist da besonders dran? Also jetzt vorab vielleicht die Besonderheit, wir reden hier von der doppelten Auflösung sozusagen des Signals, also wir sprechen von 32 Bit, 768 kHz für PCM und DSD 1024 für Bitstream ist möglich. Das muss man sich vielleicht so vorstellen, stellen Sie sich einfach mal eine analoge Welle so vor, es ist eine ganz runde Welle. Und wenn man jetzt eine digitale Welle sich vorstellt, muss man sich das vielleicht so vor Augen führen, als wenn da kleine Treppenstufen wären. Wenn man eine normale CD nimmt, ich führe es mal ganz blöd vor, habe ich eine große Treppenstufe sozusagen. Was ist SACD? Ich habe schon die Hälfte dieser Treppenstufe. Das heißt, das Signal nähert sich
immer weiter dem analogen Signal eigentlich an. Sprich eine Schallplatte. Das ist eigentlich der perfekte Ton, wenn man es genau betrachtet, weil er analog ist. Und das versucht das Digitale eben auch hinzukriegen. Bei diesen beiden Geräten sind wir extrem dicht an diesem analogen Ton quasi dran. Und um das Ganze nochmal zu vervollständigen, kommen wir jetzt zum siebten Gerät, zum letzten Gerät der HV-Serie. Das wäre der BDT3100HV. Das ist ein Referenz-CD-Transporter, sage ich jetzt mal. Also, bis gleich. Okay, kommen wir zum Schluss auf das letzte Gerät, hört sich doof an, aber auf das so gesehen siebte Gerät. Das ist der BDT3100HV. Was ist das? Das ist ein Referenz-CD-SACD-Laufwerk. Das heißt also, er hat keinen Wandler an Bord. Das übernimmt dann praktisch zum Beispiel der SDV3100HV. Was hier geschaffen wurde, ist praktisch eigentlich der kompromisslose oder der Versuch, die Abtastung der CD und SACD absolut kompromisslos zu machen. Das heißt, dieser mechanische Aufwand, der hier auch betrieben wird, mit den ganzen Gehäuseteilen und so weiter, alles ist aus massivem Aluminium gefertigt. Es wird wirklich darauf geachtet, dass praktisch keinerlei Störeinflüsse durch irgendetwas auf die Signale einwirken können. Das heißt also, die abgenommenen Daten werden fehlerfrei, das ist T&As eigene Aussage, fehlerfrei über die digitalen Ausgänge an das externe Gerät, an den externen Wandlern ausgegeben. Okay, jetzt würde ich gerne noch ein, zwei Sachen über die Sachen vielleicht ganz allgemein mal sagen. Und zwar, ich habe natürlich öfter schon Tests gemacht und es gibt zwei Dinge, die ich gerne mal erzählen will. Das sagt ein bisschen was aus darüber, wie die eigentlich so funktionieren, die Geräte, wie gut die eigentlich sind. Die erste Geschichte sei schnell erzählt. Ich hatte einen Kunden, der hatte von einem sehr namhaften Hersteller von uns bereits eine Anlage bekommen. War ein bisschen in die Jahre gekommen, er wollte was Neues haben, hat sehr hochwertige Lautsprecher dazu. Der Job war, mit T&A HV zum Kunden zu gehen. Wir hörten uns, der hat einen extra Raum gehabt dafür, einen richtigen Hörraum, ganz toll zurechtgemacht. Und wir hörten uns in dem Fall ein Jazzstück an, das war ein Jazz-Trio. Und die Musiker spielten, das war wunderbar, es war ein tolles Stück, hörte sich super an. Also die Anlage, wohlgemerkt, vorher war schon sehr hochwertig. Okay, jetzt passiert Folgendes. Jetzt ist wieder dieses Gedächtnis nicht da, wie man sich Klang merken kann. Es muss also, sagte ich schon in anderen Videos, es muss wirklich sehr prägnant sein. Es muss ein eklatanter Unterschied da sein zwischen den beiden Anlagen sozusagen, damit ich Minuten später, in dem Fall war es übrigens eine Dreiviertelstunde später, mich noch erinnern kann, wie klang das eigentlich zuvor. Aber ich will es mal versuchen, bildhaft darzustellen. Ich baute also um, in dem Fall war ich das, baute das Ganze um sozusagen, das eine ab, das andere wieder auf. Der Kunde war in der Zeit irgendwo im Haus unterwegs, irgendwann rief ich ihn und sagte so, Herr so und so, ich bin soweit, wir können loslegen. Und was jetzt passierte, war wirklich unglaublich. Das ist auch kein blödes Gerät, das war wirklich unglaublich. Und zwar, das Jazz-Trio war vorher klar zu sehen, es hatte seine Bühne vorne. Jetzt passierte was ganz anderes, das hatte nämlich mit den Lautsprechern nichts mehr zu tun. Diese Musik, muss man sich wirklich so vorstellen, man konnte den Lautsprecher angucken, aber der Musiker stand nicht da, wo der Lautsprecher war, sondern stand daneben. Und so ging es mit allen drei Musikern. Die standen plötzlich im Raum. Das fand ich sensationell. Und ich muss selber sagen, ich höre natürlich viel, ich mache es ja auch schon recht lange, aber das war etwas, wo ich sage, wow, das beeindruckt einen wirklich selbst, hört sich albern an, aber das ist tatsächlich, wo ich sage, das ist Hammer. Also räumliches Hören vom Allerfeinsten. Und gleich erzähle ich nochmal die zweite Geschichte. Bis gleich. Okay, kommen wir zum Ende des Videos, aber eine Geschichte wollte ich gerne noch erzählen. Ich hoffe, dass Sie sich die Zeit noch nehmen, die kurz zu hören. Ein guter Freund von mir, Malte Refert, Fagottist, also ein Profimusiker sozusagen, hat ein Trio mit der Rachel Frost zusammen, die spielt Oboe. Ulf Guido Schäfer spielt Klarinette und der Malte Refert, mein Freund, spielt Fagott. Ich zeige das mal ganz kurz, es ist das Trio Rousseau. Die drei sind das. Und die haben vor kurzem eine CD aufgenommen, möchte ich auch ganz kurz einmal zeigen. Das ist die CD, die sie aufgenommen haben. Okay, Malte war vor kurzem bei mir und zwar geht es um Folgendes. Wir wollen hier bei uns im Studio in unserem Geschäft einmal live und, wenn ich das ausdrücken darf, Konserve mal gegeneinander testen. Ein ganz schwieriger Vergleich, weil live ist natürlich immer... Das ist eigentlich Hammer, das ist perfekt. Kann ich übrigens immer nur auch sagen, man sollte so viel wie möglich auch Live-Musik hören. Das andere ist wunderbar, das ist toll, wenn man zu Hause kann, aber live ist eben auch nochmal das Quäntchen nochmal toller, aber das sei dahingestellt, muss jeder für sich beurteilen. Tatsache ist erstmal, dass wir diesen Versuch starten wollen und Malte war
um zu testen schon mal, so ein bisschen den Raumklang, die Anlage zu testen. Wie hört sich jetzt eigentlich seine CD an und wie kann er beurteilen, oder er beurteilte dann halt natürlich, wie es live klingt, das hat er im Ohr, dafür ist er Berufsmusiker. Okay, wir saßen also hier gemeinschaftlich in diesem Raum, haben mit der HV-Serie gehört, in dem Fall war da dran, auch vielleicht nochmal gesagt, die Nautilus 802 von Bowers & Wilkins. Und Malte, das darf ich wirklich sagen, war sichtlich beeindruckt. Er sagte, ja, mach noch mal ein bisschen lauter, das sind wir jetzt praktisch. Und jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, kommt das im Original schon sehr nahe. Das fand ich unheimlich spannend, weil das ja genau, jeder Hersteller hat ja die Idee, wie gebe ich etwas wieder? Manche wollen ein bisschen die Bässe reinhauen sozusagen, wollen es ein bisschen stärker zeigen. Andere sagen sich, nein, ich will, dass das ganz klar ist, analytisch ist. Und Malte stellte für sich fest, dass die Instrumente, die er genau im Ohr hat praktisch, sehr genau wiedergegeben worden sind. Eine ganz spannende Geschichte war das, fand ich ganz beeindruckend. Okay, jetzt kommen wir aber zum Ende. Ich möchte mich noch einmal herzlich bedanken für die Zeit, die Sie sich genommen haben für dieses Video. Wir freuen uns natürlich immer, wenn Sie uns auf unserer Seite www.fidelity-ah.de besuchen. Dort finden Sie auch natürlich die HV-Serie. Das können Sie da noch mal ein bisschen nachschlagen, noch mal nachlesen dementsprechend. Wir freuen uns sehr über ein Abo. Das möchte ich auch noch mal betonen. Das ist großartig. Oder auch ein Like natürlich. Wenn Sie Kommentare haben, kurz abgeben. Wenn Sie Fragen haben, auch gerne stellen. Die beantworten wir so zeitnah, wie es geht, wie wir es schaffen. Auf jeden Fall. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Machen Sie es gut. Ihr Hajo Acker.